hier denn am besten auf der Autobahn? Weiß ich nicht. Ich glaube da vorne. Ja. Au. Macht der einfach eine Vollbremsung? Heißt ja eigentlich, waren in der Tasche tatsächlich nur Papierschnipsel? Ja, dann würden wir hier wohl nicht mehr stehen, du Witzbold. Mann, so ein Mistkerl! Na, der hat uns ganz schön verladen. Der hat das Geld, der ist uns los. Und die Polizei hat er sich auch vom Hals gehalten, weil die dachten, dass wir die Täter auf der Flucht sind. Übrigens, Ben, diese Chipkarte, die du dem Komplizen abgenommen hast, diese Karte öffnet das Tor zum Fuhrpark vom Grand Hotel. Hä? Ja, und wozu wäre das gut? Da stehen die Hotellimousinen. Ja, und ein Hubschrauber. Los, Ben, ab durch die Mitte, vielleicht kriegen wir ihn noch. Hörst du noch was? Ja. Gut. Hörst du auch auf beiden Ohren was? Mhm. Hörst du es auch ohne Störgeräusche? Das tauscht ein bisschen. Upsala. Das war keine Absicht. Entschuldigung. Du musst da die Rampe springen. Ja. Mit 170. 170, schönes Schauspiel. Vielleicht ein bisschen mehr Anlauf. Ach das ja. Na dann. Also liebe Zuschauer, wir hatten ja einen kleinen Kabelsalat um meinen Fuß. Mit Kopfhörern. Also wenn das Auto nicht da gewesen wäre, hätte es funktioniert. Ja. Ich möchte diese Zivilisten in die Polizei arbeiten. Behinderung der Polizeiarbeit. Na, fast. So viel zum Thema 170. Ja. Also doch Steuer zurück, du brauchst eh ein neues Rad. Alter, 1,8 Kilometer ist der schon weg. Mhm. Fuck. Das ging schnell. Na gut, das ist ein Helikopter. Oh, Richard. Ist das Rauschen stark? Nö. Ja, schon leichtes Rauschen. Ich hab grad voll das schlechte Gewissen. Guck mal, da ist der Heli. Du bist überholt. Aber wo musst du denn hin? Nach da hinten. Zum Heli-Landeplatz oder was? Das ist eine gute Idee. Oder zum Auto, wo er hinfliegt. Wo irgendwann du. Hab ihn. Ich glaube, das ist nicht Teil der Aufgabe gewesen. Was musst du jetzt eigentlich mit dem machen? Töten. Du hast doch schon 44%. Ja. Das wird lustig. Das ist sehr lustig. Okay. Definition von ihn. Nicht dich. Okay. Der doch da rein. Was ein Spasti, ey.
voll faszinierend irgendwie. Wir sind gerade voll still. Ja, du, weil du bist und ich, weil ich irgendwie fasziniert bin. Faszinierend. Gehen wir gerade so leicht auf den Sack. Ich glaube, ich weiß warum. Mhm. Naja, weil er hartnäckig und schnell ist. Wunderschön, wunderschön. Hat fast so viel Schaden wie du jetzt mittlerweile. Jetzt hat er mehr. Das hast du schön gemacht, Richard. Ja, der ist ja tot. Der Dreckskribbel. So, mal kurz das Kabel beiseite legen, bevor ich mit meinen Kopfhörern noch dasselbe mache. Hat es da gerade kurz geruckelt? Mhm. Alter. Na, dann müssen wir wohl den nehmen. Das ist ein Spiel von 2008 und das ist ein High-End-Gaming-PC. Das hat nicht zu ruckeln. Läuft jetzt mit flüssigen 80? Da kommt, da geht noch mehr, da geht noch mehr. 90? Ah, scheiße. Ich hab der Fersenzeige geguckt. Alter, wie das Rohr da rausgeschossen kam. Aber das muss ich auch mal wieder spielen. Das ist der Turm, wo du unten saß. Notgelandet. Was? Die Passagiere leben noch, müssen aber schnellstens vom Dach runter, bevor dort oben alles in Flammen steht. Oh, weia. Ich wusste gar nicht, dass da ein Flugzeug landen kann. Ein letzter Versuch, um einen Absturz zu vermeiden. Es ist dann gegen die Brüstung geknallt und hat dabei Feuer gefangen. Aber es ist irgendwie gelandet. Das Problem ist, dass die Feuerwehr nicht schnell genug auf das Dach kommen wird, um die Leute zu retten. Und ein Hubschrauber würde die Flammen verwirbeln und die Leute grillen. Und was sollen wir da tun? Senkrechte Pfeiler rauffahren? Nein, aber es gibt genug Möglichkeiten für einen mutigen Fahrer, rechtzeitig auf das Dach zu kommen. Ja, alles klar, nee, haben wir verstanden. Wir sollen mal wieder unter Einsatz unseres Lebens die Kastanien aus dem Feuer holen. Wenn das mal das gut ist geht. Eventuell das falsche Parkhaus. Ja, das kann sein. Ach, Manno. Das ist halt das einzige Parkhaus, das ich kenne. Wieso fange ich denn jetzt an zu stottern? Parkhaus? Stotternd. Darüber sollte man sich nicht lustig machen. Ah, die Ampel ist massiv. Schade. Die Ampel. Das ist eine schöne Ampel, Richard. Ja. 600 Meter, was ist da für ein Parkhaus, Alter? Ah, dieses Neubauding. Ach du Scheiße. Mal durch den brennenden Reifen springen. Entschuldigung. Alter. Entschuldigung. Nein, es das ist das richtige Parkhaus. The fuck? Du musst halt nur von der Rampe aus da drauf springen. Wie schnell? Treffen ist doch was Schönes. Zu spät, zu schwierig, unmöglich. Das war eine Aufgabe, der wir nicht gewachsen waren. Du hast 8%. Alter. Was? Na ah, gut, wenn du oben hinkommst, dann kannst du ja bremsen und dann klappt okay, das. Okay, ja. Dann werden wir mal durch den brennenden Reifen springen. Ich war doch schon fast oben. Boah. So, diesmal triffst du. Ich glaube an dich. Null Prozent. Ich bin nicht nur der beste Polizist, sondern auch ein verdammt guter Feuerwehrmann.
Du bist ein Mongrel. Schee. Okay, klingt logisch. Nun müssen wir aber schnell wieder runter, bevor die Hölle losgeht. Na, das ist doch unsere leichteste Übung. Runter kommt man immer. Du solltest es mit Anlauf probieren. 140! Sag doch, du solltest es mit Anlauf probieren. Nein! Und zurücksetzen. Das war's. Das war aber ein schier Volltreffer. Präzisionssprung. Ein richtig schöner Volltreffer war das. So, nun müssen wir aber. Ja. Kennen wir schon alles. Alles schon gemacht. Muss versuchen, ein bisschen, wenn dann links neben die Rampe zu springen. Mhm. So links habe ich jetzt auch nicht gemacht. Nicht? Nee. Ah, ich glaube, hier war schon wieder. Ja, ich sag's doch. Unsere leichteste Übung. Mhm. Ja. Ich glaube, du kannst es mit jedem Auto machen. Ja. Das Sound. Du hast keinen Schaden bekommen. Mhm. Ich bin stolz auf dich. Wir haben einen Hinweis auf Kopien von Ersatzteilen aus der Türkei bekommen. Leider ist der Tipp etwas dürftig und unser Informant Max rückt erst mit Infos raus, wenn einer von ihnen ein Buggy-Rennen gegen ihn gewinnt. Er ist schon im Stadion und wartet mit seinen Jungs. Ja, aber der hat ja wohl nicht mehr alle. Was glaubt denn, wer wir sind? Wir sind die Polizei, da sagt man, was man weiß. Sag mal, hast du vielleicht ein Aufbauseminar in der Polizeischule gehabt? Seit wann erzählen uns die Leute was, nur weil wir die Marke haben? Na, es ist zumindest ein frommer Wunsch. Stellen Sie sich nicht so an. Die Information könnte wichtig sein, um den Ring zu sprengen. Okay, Chefin, ich fahre. Wenn sie mir so viel Schiss hat, dass er sich auf seine Polizeimarke berufen möchte, kein Problem. Gut, Ben, dann bringen Sie mir hoffentlich wertvolle Informationen. War da auch ein Weg? Ja. Chillig aus dem Weg. Ja, den hier kennst du ja schon. Ja, den kenn ich. Ach, das war hier! Yeah. Wer stellt denn da die Informationstafel hin?